Wir stehen kurz vor Schluss bei den Beer Tasting Club Adventkalendern, der 23. Dezember, vorletzter Tag, welches Bier heute im deutschen Kalender ist. Das klären wir zusammen, wenn ihr 6 Sekunden Geduld habt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum vorletzten Tag der Beer Tasting Club Adventkalenderserie hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle noch fleißig mit dabei seid und mir auch immer so fleißig schreibt. Ist ja immer schön, wenn man sich dann über das Bier auch ein bisschen austauschen kann und ich von euch auch noch ein bisschen Feedback, nicht nur zu meiner Arbeit, sondern auch zu dem, was ich hier sage, bekomme und dann auch so die eine oder andere Background-Info. An der Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Danke, bevor wir dann morgen so richtig in den Heiligen Abend und das richtige Weihnachtsfest starten und starten dann in meinem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, dazu dann aber morgen mehr. Heute kümmern wir uns um eine Brauerei, die ich glaube ich noch nicht hier am Kanal hatte und in meiner Vorbereitung auch in einer anderen geografischen Ecke verortet habe. Es geht um die Distelhäuser Brauerei und die kommt aus Tauberbischofsheim. Aber ich war irgendwie fest der Meinung, dass die irgendwo im Ruhrgebiet ist. Ich weiß nicht, mit welcher Brauerei ich die verwechselt habe. An der Stelle entschuldige ich mich dafür, dass ich eine bayerische Brauerei zu einer Brauerei aus NRW gemacht habe. Zumindest für mich geistig. Ich habe es ja noch nicht gesagt, aber ich erzähle euch einfach davon. Und ich weiß nicht, mit welcher Brauerei ich die verwechselt habe. Keine Ahnung, ich war fest davon überzeugt. Die bringen heute ihr Winterfestbier mit an den Start, schreiben malzig, süffig. Hopfenbittere hat es nur 1 von 5 Hopfensorten. Das Malz ist 5 von 5 Ähren. Und was ist das hier? Genusstemperatur 9 Grad. Ich glaube, da liegen wir gar nicht so schlecht. Das Bier hat 5,6 Volumenprozent Alkohol, 13,5 Grad Plato und 20 Bittereinheiten. Gerstenmalz ist drin, dunkles Karamellmalz und eine unbekannte Sorte Aroma und Bitterhopfen. Also zumindest mal 2 Hopfensorten sollten da wohl reingekommen sein. Dann schauen wir hier oben nochmal auf den Kronkorken, ein Wappen, das offensichtlich zur Brauerei gehört. Und dann gehen wir es auch mal an. Festbier ist ja für mich immer so ein, gerade wenn es Winterfestbier heißt, das ist ja so ein bisschen wie ein Überraschungseimer. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was man bekommt. Der eine fängt dann an mit Gewürzen rum zu experimentieren, der andere macht es besonders stark. Also irgendwas ist immer besonders bei diesen Bieren, aber man hat so auf den ersten Blick, wenn man das Bier noch nicht kennt, nicht so eine richtige Ahnung, was man da eigentlich bekommt. Und auch hier finde ich jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist es von der Farbe her, also für mich zum Beispiel sind Winterfestbiere normalerweise immer etwas dunkler. Aber das ist eine persönliche Einschätzung und das muss ja überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen. Tut es im konkreten Fall auch nicht, denn wir haben es eher mit einer schönen, goldenen, aber sehr klaren Farbe zu tun. Ein weißer, etwas gröberporiger Schaum hier oben drauf. Ja, jetzt geht es in die mittlere Pore über, haftet auch ganz gut am Glas. Viel Kohlensäure im Glas. Und jetzt schauen wir, was die Nase sagt. Oh, kräftige getreidige Noten. So ein bisschen strohig. Und man möchte es fast gar nicht glauben, aber ich habe es ja vorhin gesagt, es ist dunkles Karamellmalz drin. Das wurde zumindest mir auf der Webseite, habe ich es, glaube ich, gefunden. Tatsächlich sind so karamellige Noten drin, weil das dunkle Karamellmalz, das sehen tut man es jetzt nicht direkt. Ja, dann würde ich sagen, sehr zum Wohl, cheers. Aber man merkt es dann, wenn man den ersten Schluck gemacht hat, sehr schön malzbetont. Schöne getreidige Noten, super, super süffig. Süffig stand, glaube ich, auch draußen drauf, oder? Ja, malzig süffig. Also wirklich super süffig. Gewisse Süße mit dabei. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es eben ohne so weihnachtliche Gewürze auskommt. Ich habe dann immer so meine Befürchtung, dass dann nachher irgendwo doch so ein Sternanis durchschießt oder irgendwo ein bisschen Zimt auftaucht oder irgend sowas, was man dann einfach normalerweise so mit Lebkuchen und Spekulatius verbindet und damit macht man dann irgendein Bier zum Weihnachtsbier und das ist zum Glück hier nicht der Fall. Es ist einfach ein schönes, kräftiges Bier mit 5,6 Volumenprozent. Kann man auch gut zu den weihnachtlichen Speisen, die es ja auch schon vielleicht am Vortag des Heiligen Abends gibt, trinken. Und hat eine angenehme, leichte Würze, ganz dezente Hopfennoten mit dabei. Und das Ganze lebt eben von so einer doch durchaus speziellen malzigen Note, die so ein bisschen in so eine Biskuit-Malz-Richtung rutscht. Und
Es hat einen schönen, schlanken bis, wir reden mal über einen schlanken Körper. Es ist eher so im schlanken Bereich, was ja auch untypisch ist für so dieses klassische Festbier. Kohlensäure ist durchaus dezenter gehalten, glatte Textur und hinten raus kommt dann eben nochmal so ein schöner würziger Ton rein. Dieses, diese Biskuitmalzige Note ist mit drin, angenehme, leichte Hopfenbittere. Ich würde fast sagen, es ist mir für ein Festbier, jetzt nicht von den technischen Daten, sondern von dem, was ich halt so erlebe, ist es mir fast ein bisschen zu schwach auf der Brust. Es ist, für mich erschließt sich jetzt bei dem Bier jetzt auch nicht so richtig Winterfestbier oder Weihnachtsfestbier, okay. Aber ich hätte mir vielleicht ein kleines bisschen mehr Wumms gewünscht an der Stelle. Aber ich finde es trotz alledem ein schönes, festliches Bier, was man eben einfach zu vielen Anlässen trinken kann, was eben über diese Malznote, die dann doch sehr ausgeprägt ist und der Hopfen dann sehr reduziert ist, dann doch einen eigenen Twist bekommt. Und insofern haben wir es dann hier mit einem wirklich schönen Bier zu tun. Ich nehme noch einen Schluck und mache mir die Gedanken über eine Bewertung, denn für das Distelhäuser Winterfestbier aus der Distelhäuser Brauerei aus Tauberbischofsheim gibt es von ProbierTV 3 von 5 möglichen Punkten für das Distelhäuser Winterfestbier. Dann haben wir noch ein Bier vor uns, das werden wir mal morgen machen. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Sollte noch einer von euch dabei sein, der noch kein Abo hat, dann jetzt an der Stelle mal unten schnell klicken. Danke dafür und wir sehen uns morgen. Ich sage danke. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.